Essen ist auf jeden Fall fertig und wir lassen es uns jetzt schmecken. Feuer brennt auf jeden Fall noch schön. Lukas steht da hinten. Das Treiber haben wir jetzt vom Feuer mittlerweile genommen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Bett. Da hinten sind jetzt die ganzen Rucksäcke. Da hinten liegt noch die Verpackung vom Bundeswehrschlafsack. Hier vorne liegt noch Skiunterwäsche. Die werde ich heute Nacht vielleicht anziehen. Kommt drauf an, wie warm oder kalt es ist. Ich habe keinen Tarp drauf. Da oben liegt zwar noch meine Jacke. Luca hat dagegen Tarp drauf, weil er denkt, dass es regnet. Er liegt auf einer Isomatte und seinen Schlafsack hat er noch nicht ausgepackt. Da hinten liegt mein Schlafsack auf dem Baum und das Feuer brennt noch schön. Genau. Wir legen uns jetzt schlafen. Wir sehen uns bis morgen früh. Guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht. Luca ist aber schon wach. Morgen. Er ist schon angezogen und ich habe mir eben schon meinen Pulli hier angezogen, also mein Wollfließpulli. Und hinter mir liegen noch meine Schrümpfe. Und ich würde sagen, jetzt machen wir Feuer und dann gibt es hier ein Frühstück. So sieht das nochmal im Hellen aus. Da hinten liegen unsere Rucksäcke. Dann kam hier der Bundeswehrschlafsack. Unten auf dem Boden die kleine Decke. Hier neben mir habe ich ein bisschen Holz für heute Morgen gelagert. Da ist mein Brettchen. Luca spaltet jetzt das Feuerholz. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach nochmal hier unseren Pizzaofen. Da unten kommt auf jeden Fall das Feuer rein. Da oben kommt noch vielleicht ein Schamottstein drauf. Und ja, das wird noch so ein bisschen hochgezimmert. Und wir haben es gestern hauptsächlich zum Holztrocknen benutzt. Das hat super geklappt. Ich habe hier mein Kienschwanzstück, das habe ich selbst gesammelt und da mache ich jetzt erstmal hier ein paar Flocken ab. Kann man das hier so auf den Stock einfach drauf schieben. Das hakt man hier ein und jetzt, wenn das hier vorne drauf geht, dann verlagert sich das Gewicht und durch ein bisschen so zu sich ziehen kann man das dann auch in der Länge und in der Höhe. Thank you.
Feuer ist gelöscht, Sachen sind gepackt. Hier hinten habe ich fürs nächste Mal das Tarp hingelegt, wo das Feuerholz trocknet. Ja, das Feuerholz trocknet hier jetzt auch noch schön. Es hat auch gerade noch mal angefangen zu regnen. Somit verabschiede ich mich und bedanke mich für die schöne Zeit mit euch und hoffe, ihr habt bis zum Ende das Video geguckt, liken und abonnieren, damit ihr die nächsten Teile, wo wir hier oben sind, wo wir das Holz hier benutzen können, was hier gerade trocknet. Und ja, es war ein schöner Tag mit Luca und viel Spaß und noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.